Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, was geht ab? Mein Name ist IZZE und willkommen zu einem neuen Aquarium-Video. Im letzten Video habe ich ja quasi mein Konzept so ein bisschen gebrochen. Eigentlich fahre ich dieses 1400 Liter 3,65 Meter Aquarium ja mit ausschließlich Nachzuchten, sowohl was Korallen als auch was Fische betrifft. Das habe ich, wie gesagt, im letzten Video gebrochen, das Thema, denn ich hatte Kugelalgen. Und es gibt keine wirkliche Möglichkeit, Kugelalgen aus so einem großen Aquarium rauszubekommen, außer dafür Tiere einzusetzen. Und leider gibt es keine Tiere, die aus Nachzucht kommen, die Kugelalgen fressen. Zumindest noch nicht. Man ist zwar ein bisschen an den Mitrax-Krabben dran. Kann sein, dass es jetzt vielleicht in einem halben Jahr plötzlich zu kaufen gibt. Aktuell aber noch nicht. Und selbst bei den Mitrax-Krabben ist es, wie gesagt, bei einem 3,65 Meter Aquarium jetzt auch nicht hundertprozentig, dass die es schaffen würden, alle Kugelalgen aus diesem riesigen Riff rauszufuttern. Zumindest habe ich von euch schon viel Feedback geholt, dass viele sagen, kannst du vergessen mit den Mitrax-Krabben, reicht nicht. In meinem Kleinen hat es gereicht, hier weiß ich es nicht. Deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe mich für ein Andamanenfuchsgesicht entschieden. Das ist jetzt ziemlich genau 2 Wochen her, als ich den eingesetzt habe. Und ich glaube, dieser einzelne Fisch würde ausreichen, um den Algenbewuchs in diesem kompletten Aquarium in Schach zu halten. Ich hatte richtig fette Algenaufwüchse auf dem Boden, ihr habt es gesehen. Ich hatte richtig fette Algenaufwüchse auf dem Gestein, teilweise diese fetten Büschel, wo ich dachte, das wären vielleicht Bryopsis oder so. Keine Ahnung, vielleicht waren es auch Bryopsis, ich habe keine Ahnung. Das alles ist weg, innerhalb von 2 Wochen komplett weg. Das Einzige, was ich noch habe, ist dieser ganz kleine, grüne, fast moosige Film noch so an ein paar Stellen vom Gestein. Ich glaube, das könnte daran liegen, dass das Fuchsgesicht mit dem Mund nicht so extrem bis aufs Gestein wirklich runterfressen kann. Deswegen glaube ich, die perfekte Algenfresser-Kombi für ein Aquarium wäre ein Fuchsgesicht für die ganz groben, großen Sachen. Also ganz grob ist auch übertrieben, weil er hat schon viel Kleinzeug auch gemacht. Für diesen etwas feineren Belag finde ich die Mespilia globulus, also die Seeigel, ultra geil. Die fressen sich wirklich bis auf das Gestein runter. Die fressen zwar dann auch wieder die Farbe vom Gestein ab, aber da bilden sich ja immer wieder Mikrofilme, kleine Bakterien, kleine Algen, Kalkrot Algen und so weiter, die bilden sich ja da drauf. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn das mal 1-2 Tage ein bisschen weißer ist. Ich finde, die können so geil diese feinen Algenaufwüchse fressen. Und für diese ganz, ganz feinen Filme sind halt diese ganzen kleinen Minischnecken, die ich drin habe, auch optimal. Ich finde, das ist einfach eine richtig geile Kombi. Fuchsgesicht, Seeigel und kleine Schnecken sind, glaube ich, das Nonplusultra, um halt eben dafür gar nicht zu sorgen, dass Algen entstehen und dementsprechend, dass auch keine Phosphatdepots beispielsweise entstehen. Und da kommen wir nämlich zu einem riesigen Thema. Seitdem dieses Fuchsgesicht drin ist, ist mein Phosphatgehalt extrem gestiegen. Nicht falsch verstehen, ich hatte ja vorher auch meinen gelben Doktor drin, der hat ja auch Aufwüchse gefressen, aber der wiegt vielleicht ein Viertel, ein Fünftel vom Fuchsgesicht und vertilgt dementsprechend auch weniger Algen. Der ist zwar genauso wie das Fuchsgesicht den ganzen Tag dabei, was zu fressen, aber der ist einfach noch ein bisschen kleiner und macht das halt einfach nicht in dem Ausmaß wie das Fuchsgesicht. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, in 2 Wochen sind quasi alle meine Algenaufwüchse weggefressen worden und das waren ja nicht besonders wenig. Deswegen wären zum einen die Depots, also das Phosphat, was in den Algen gebunden war, plötzlich frei verfügbar, also freigesetzt, ist damit sozusagen in der Wassersäule und im Umkehrschluss sind aber auch wenige Algen da, die ja Phosphat verbrauchen. Das heißt, man hat direkt die doppelte Packung und das habe ich direkt gespürt. Mein Phosphat ist richtig hochgegangen und dann ziemlich schnell auf 0,16 ist er aktuell. Und da kommen wir jetzt schon in sehr, sehr kritische Bereiche. Ich meine, ich habe fast keine Akros mehr. Habe ich im letzten Video schon erklärt, die sind mir ja schon weggestorben, auch mit stabilen Werten, weil ich potenziell vielleicht diese pathogenen Bakterien habe oder so. Man weiß es nicht. Ich dosiere jetzt seit kurzem Milchsäurebakterien, die so ein bisschen den Keimdruck reduzieren sollen. Das jetzt wirklich was bringt, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht besonders schlimm. Die Biologie ist nochmal ein anderes Thema. Aber der Grund, weshalb ich hier eigentlich das Fuchsgesicht eingesetzt habe, sind ja die Kugelalgen. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, hat das Fuchsgesicht die Kugelalgen gefressen? Frisst es Kugelalgen? Und ich kann ganz klar sagen, ja, Leute, wenn man sich jetzt hier mal bei den Recordias den Vorher-Nachher-Vergleich anguckt, dann sieht man ganz klar, das sieht jetzt mittlerweile ganz, ganz anders aus. Ich kann hier keine einzige Kugelalge mehr erkennen. Das ist richtig geil. Die sind nicht 100% weg. Man sieht zum Beispiel hier oben in meiner fast komplett abgestorbenen Akro, dass in diesen Zwischenräumen noch kleine Kügelchen zu finden sind, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass da das Fuchsgesicht einfach nicht rankommt. Das ist einfach zu verwinkelt. Aber der würde das halt fressen, wenn er dran käme. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding. Es gibt Leute, die setzen sich so Fuchsgesichter ein, lassen einmal ihr Aquarium komplett clean putzen und sagen dann irgendwann, ah nee, ich gebe den jetzt wieder ab. Ich habe den nur deswegen eingesetzt. Aber es wird immer wieder irgendwo irgendwelche kleinen Ecken geben, wo irgendwelche Kugelalgen versteckt sind und die werden sich dann irgendwann wieder breit machen. Denn gefühlt ist dieser Virus, also ich nenne es jetzt einfach mal so, obwohl es natürlich Schwachsinn ist, immer noch in diesem Aquarium und ich brauche den, damit der das Langzeit wirklich hier kurz hält, für mich nicht mehr sichtbar hält, sagen wir es mal so. Und das, was ihr mir gesagt habt, hat auch gestimmt und zwar hat sich jetzt mein gelber Doc das Verhalten abgeguckt und der frisst jetzt auch Kugelalgen. Ich habe leider keine Aufnahme von den beiden, wie sie Kugelalgen fressen. Beim Fuchsgesicht habe ich sogar nicht ein einziges Mal gesehen, aber beim Doc habe ich es dann plötzlich gesehen, dass er einmal hingegangen ist und so 1-2 Mal reingebissen hat. Das
Das hat er vorher definitiv nicht gemacht. Das heißt, er hat es auf jeden Fall beim Fuchsgesicht abgeguckt. Kann ja auch kein Zufall sein, dass plötzlich in den letzten 2 Wochen die Kugelalgen so extrem zurückgegangen sind, seitdem ich das Fuchsgesicht eingesetzt habe. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Fuchsgesicht Kugelalgen frisst, auch wenn ich selber noch nicht gesehen habe. So viel dazu. Bin auf jeden Fall mega, mega happy. Aber was euch mit Abstand am meisten stört, sind hier oben die Hölzer, die die Lampen halten. Und da werden wir uns heute drum kümmern. Und es gab eine riesen Diskussion auf meinem Instagram, wie ich das Ganze jetzt lösen soll. Es gab unfassbar viele verrückte Möglichkeiten. Die werde ich euch auch gleich nochmal kurz erzählen. Aber bevor ich jetzt hier am Anfang des Videos euch wieder die Ohren wund laber, machen wir uns jetzt auf den Weg in den Baumarkt. Und da werde ich jetzt erstmal all das besorgen, für das ich mich entschieden habe. So, wir sehen uns jetzt erstmal im Baumarkt. So, da sind wir beim Baumarkt. Mal gucken, ob wir alles kriegen. Wir brauchen Metallschutzlack, denn, Freunde, es wird lackiert. Die Dinger, mit denen ich die Lampen an die Wand... Habe ich was gespoilert? Naja, die Dinger, mit denen ich die Lampen übers Aquarium bekommen will, haben nämlich die falsche Farbe. Deswegen werde ich jetzt hier weiß matt holen. Und damit der Lack hält, packe ich hier nochmal spezial Haftgrund, also eine Grundierung oben drauf. Hier steht zwar, da wäre schon Grundierung und so weiter mit drin, aber ich weiß nicht, über Meerwasser-Aquarium mit dem Salzwasser und so, ob da eine extra Grundierung nicht nochmal sinnvoll ist. Und zum Vorherreinigen, damit die Grundierung überhaupt hält, nehme ich hier diesen Salmiak-Geist. Damit soll man wohl verzinkte Oberflächen gut säubern können. So, und damit ich mir nicht meine kleinen Fingerchen wegätze, gibt es hier nochmal Chemikalien-Schutzhandschuhe. Allerdings nur in L. Das ist alles L. Alter, das wird mir halt 0% passen, aber was soll ich machen? Gibt nichts anderes. Oh nee, ich war vorher sogar noch gestern in einem anderen Baumarkt, weil die zu wenige von diesen Dingern hier hatten, von diesen Wandkonsolen hier, die ich brauche. Und online wurde angezeigt, dass hier mehr von denen sind, beziehungsweise es wurde grün angezeigt, also nicht wenige. Und da sind nur noch 4 von da. Oh Mann, da muss ich nochmal in den anderen Baumarkt fahren und noch eine 5. holen. So, wir sind im neuen Baumarkt und hier müssten noch welche sein, jawohl. 580, jawohl. Da ist die 5. Sehr gut, dann sehen wir uns, würde ich sagen, wieder zu Hause. So, da sind wir wieder zurück. Im Prinzip habe ich es jetzt schon ein bisschen verraten, welche Richtung es gehen soll. Es gibt viele Optionen, diese Lampen übers Aquarium zu bringen. Die einfachste, die erste, die einem einfällt, ist wahrscheinlich, die einfach an die Decke zu hängen. Das Problem ist, aktuell gibt es noch nicht diese Aluschienen von ATI, die diese Lampen miteinander verbinden, weil dann muss man nur diese Aluschiene an die Decke machen, mit zum Beispiel jetzt bei 3 Lampen vielleicht 3 Seilen, anstatt 6, weil wenn man die Lampen einzeln an die Decke hängen würde, dann müsste man ja, ne, für jede Lampe 2 Seile bis an die Decke hängen. Was Riesenproblem wäre, weil ich habe hier erstmal, sind es da vorne 4 Meter Deckenhöhe und da ist ja auch noch eine ordentliche Deckenschräge mit drin. Und die dann wirklich alle genau symmetrisch im gleichen Abstand voneinander zu hängen, bei dieser Länge, das oben ist auch eine Rigipsdecke und so, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt und es wäre wahrscheinlich auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht gut geworden. Dann war die Überlegung am Anfang ja mit diesem Stahlträger quer über das Aquarium, der ist mir jetzt im Nachhinein aber zu klobig, weil die Lampen ja so schön dünn sind. Dann habt ihr mir auf Insta vorgeschlagen, vielleicht Seile zu spannen einmal quer rüber. Aber da habe ich irgendwie auch zu viel Schiss vor, weil da müsste natürlich ordentlich Druck drauf sein, damit die Seile nicht durchhängen und trotzdem alle 5 Lampen, die auf jeden Fall über 5 Kilo wiegen, ja, oben halten zu können, wie gesagt, ohne durchzuhängen. Pff, da glaube ich nicht dran und da muss ja auch wirklich richtig viel Zug auf dem Dübel dann in der Wand sein und boah, das klingt für mich gar nicht gut. Dann hatte ich noch die Überlegung, dass man vielleicht ein Seil hier an die Halterung dran macht und das dann wiederum an die Wand macht und die hinten dann doch wieder auf so Winkel, auf so Wandkonsolen packt. Oh, das ist irgendwie alles so ein bisschen schwammig. Die Überlegung war, dass ich die dann hochziehen kann, wenn ich dran arbeite und so mit dem Mechanismus, aber irgendwie finde ich das alles nicht so geil. Und jetzt habe ich mich einfach für meine Anfangs-Ursprungsidee und zwar für meine Wandkonsolen entschieden. Einfach hier diese L-Konsolen, die jetzt natürlich, wie gesagt, von mir noch lackiert werden, die einfach auf einer gewissen Höhe hier hinten an die Wand und da werden dann die Lampen dran gehangen. Jetzt ist aber der große Struggle, weshalb ich auch davor ein bisschen Schiss hatte, ist, wie gesagt, ich habe dahinter eine Rigipswand. Und Rigips ist ja immer so lala. Da kann man echt viel Scheiß mitbauen, indem man nicht die richtigen Dübel benutzt oder die verschiedenen Dübel nicht richtig funktionieren oder die Wand trägt einfach die Last auch nicht und davor habe ich am meisten Angst, denn ich habe Spezialdübel geholt. Auch die habt ihr mir empfohlen und dann habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, was es alles so für Rigipsdübel gibt und habe mir so ein paar Tests davon angeguckt und die sollen wohl ganz geil sein. Werden wir gleich benutzen, die schiebt man irgendwie rein und dann setzen die sich halt so quer hinter die Rigipswand und dann können die nicht mehr raus, weil die sich halt da wie so ein Widerhaken dahinter gesetzt haben. Es gibt auch noch diese Metalldübel, die man mit der Zange dann irgendwie spannt und dann gibt es auch so einen Mechanismus, der sich von hinten dann irgendwie dran bappt. Aber die sollen noch ein Ticken besser sein und da muss ich nicht noch eine Zange kaufen und nicht damit rumhantieren und wir werden es sehen. Ich habe auch noch Dämmwolle dahinter, weil dahinter ist nochmal eine Rigipswand und dazwischen sind so 5 cm Dämmwolle. Ich hoffe, dass die Dübel sich trotzdem drehen, obwohl da die Dämmwolle ist. Und im Umkehrschluss hoffe ich, dass diese Dinger plus diese Lampen nicht zu schwer für die Rigipswand sein werden, weil die Lampen sind wirklich ultra schwer. Und diese verzinkten Wandkonsolen, die sind halt auch überhaupt nicht leicht, ne? Oh Mann, ey.
Ich kann ja nicht direkt alle lackieren, um dann zu checken, dass es eigentlich gar nicht funktioniert, die Konstruktion, ne? Okay, dann werde ich mich jetzt erstmal um eine kümmern. So, der Platz ist auf jeden Fall schon vorbereitet. Ich habe ja einmal so ein Spannbettlaken drauf und das Ding wird jetzt erstmal gereinigt. Dafür nehme ich einmal den guten alten Eimer hier, den ich danach hoffentlich nicht mehr zum Fischtransport verwenden werde. Nein, werde ich auf gar keinen Fall, denn da kommt jetzt hier diese Salmiak-Geist-Lösung rein und die ist richtig aggressiv, deswegen muss ich mir dafür... Fast erstickt gerade. Deswegen muss ich mir dafür auch extra Handschuhe anziehen. So die Farbe, die Grundierung und auch so ein Küchenschwamm, um das Ganze so ein bisschen anzurauen. Heute sind es übrigens 36 Grad. Ich sterbe. Es scheint nicht mal die Sonne und wir haben 36 Grad. Keine Ahnung, ob eine FFP2-Maske irgendwas bringt. Wir sind aber auch eh draußen, es ist windig. Aber ich werde es mal zur Sicherheit anziehen. So, Schutzbrille, zack. Schutzhandschuhe in Größe L. Geht aber. Was ist das denn hier? So, ich würde sagen, das packen wir direkt komplett rein. Boah, das stinkt ja übertrieben. Boah, stinkt das. Boah, krass. Jetzt packen wir das Ding hier rein. Jetzt werde ich das hier mit der schwarzen Seite ein bisschen voll machen und anrauen. Ist natürlich nur ganz leichtes Anrauen, ne? So krass. Das ist ja nur eine Chemikalie, die kann ja mal runterfallen. So, hier ist jetzt ganz normal Wasser drin. Boah, das stinkt so krass. Boah. Ich mache das jetzt hier einmal wieder sauber. Oh, ich lese hier gerade, dass man das eigentlich 1:5 Teilen mit Wasser vermischen soll. Und dass man da auch noch ein bisschen Spüli mit dazu packen soll. Ich weiß nicht, wie wichtig das Verdünnen jetzt letztendlich ist, aber Spüli wäre wahrscheinlich schon sinnvoll gewesen, ne? Boah. Leute, ich mache keine Show. Das Zeug ätzt mir aus 2 Meter Entfernung wirklich die Augen weg. Junge, ich wurde einfach von einem Tropfen getroffen. So, das Ding ist getrocknet. Jetzt kümmern wir uns um die Grundierung. Es steht zwar auf der Farbe schon hier unten drauf, Grundierung, aber auch die haben wir jetzt da im Laden nochmal gesagt. Es ist natürlich besser, wenn man das nochmal richtig grundiert. Deswegen werde ich das jetzt tun. Das Ding hängt über dem Meerwasseraquarium direkt mit Salz in Kontakt. Oder indirekt, aber es ist auf jeden Fall Salzwasser in der Nähe und das ist auf jeden Fall sehr aggressiv. Deswegen werde ich das jetzt nochmal grundieren. Mein Anschleifen mit dem Schwamm war jetzt zwar so ein bisschen lala, aber es hängt jetzt auch nicht draußen und ist komplett der Witterung ausgesetzt. Also wir machen hier so ein gutes Mittelding, glaube ich. Was ist das wohl für eine Grundierungsfarbe? Dann pinsel ich jetzt hier einfach mal ein bisschen wild drauf rum, ne? Achso, ich kann übrigens das jetzt so gerade anpinseln, weil ja der Teil, der jetzt gerade unten steht, auch an die Wand kommt. Das heißt, den muss ich eigentlich nicht lackieren. Wobei mir gerade einfällt, wenn da dann Meerwasser durchzieht und das dann von hinten wegrostet, ich weiß es nicht. Aber wollen wir nicht übertreiben, oder? Also diese Grundierung, die hält ja überhaupt nicht hier drauf. Wenn die Grundierung schon nicht hält, wie soll denn der Rest halten? Vor dem Streichen die Farbe leicht umrühren. Also schütteln soll ich hier nichts. Na gut, reicht, ne? Vielleicht ist es auch einfach zu warm und deswegen verläuft die Farbe so. So, die Grundierung ist getrocknet. Das heißt, wir kommen jetzt zur Farbe. Testwillen. Naja, also so richtig deckend ist das halt nicht, ne? Wir müssen es halt auf jeden Fall zweimal streichen. Sieht immer richtig enttäuschend aus. So, während die eine Wandkonsole draußen trocknet, werde ich jetzt hier schon mal ein Loch bohren, wo dann potenziell die Konsole drankommt. Ich werde die doch ziemlich tief noch machen, denn ich habe gerade getestet, wenn ich auf der Couch liege und die Lampen ein bisschen höher mache, dann gucke ich extrem, wenn ich nach oben gucke, unten in die Lampen rein und dann blenden sie doch. Also werde ich die jetzt doch ziemlich tief machen. Was man auch machen könnte, ist die Träger hochhängen und dann versuchen, die Lampen an Stahlseilen daran runterzuhängen. Aber je mehr Platz das Ganze in Anspruch nimmt, desto optisch weniger schön sieht das auch aus, finde ich. Da will ich jetzt mehrere Lampen abhänge, habe ich ja im Nachhinein zwischen den einzelnen Trägern noch deutlich mehr Platz, sodass ich da auch größere Sachen rausbekomme. Ne? Ich hoffe, dass jetzt nichts groß ins Aquarium reingeht. Sobald ich sehe, dass hier was drüber geht, muss ich mir noch eine zweite Taktik mit einem Staubsauger überlegen. Aber eine Sache, an die ich gerade gar nicht gedacht habe, ist, wo eigentlich die Stahl, Metall, die Aluminium, diese Träger, diese Metallträger in der Wand, die Rigipswand halten. Ich habe ja gar nicht überprüft, wo die eigentlich sind. Ich hätte jetzt richtig Pech haben können und in so einen Träger reinbohren können. Bitte nicht hier irgendwo in der Nähe. Wo ist hier eine Schraube? Da ist er. Okay, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Man muss auch mal Glück haben. Ja, ich spüre schon die Watte dahinter. Boah, ich habe richtig Angst vor dieser Watte. Wenn die jetzt verhindert, dass der rumflippt, dann ist das Projekt hier für heute gescheitert. Okay, er ist drin. Kann man abbrechen. Oha, das ging ja mega einfach. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Wir wissen natürlich immer noch nicht, ob das Ding jetzt, vor allen Dingen drei davon, dann den kompletten Träger halten wird. Den Träger will ich mal schwer hoffen, aber auch den Träger mit Lampe, weil die ist echt schwer. Und dann kommt auch dieser Hebeleffekt mit dazu. Ich habe richtig Schiss. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem Laser von der anderen Seite arbeiten kann, dass ich hier direkt so alles in Waage habe. Das wäre richtig entspannt. So, gucken wir, was haben wir hier für eine Höhe. Scheiße, jetzt habe ich auf der Höhe des Lasers gebohrt, aber der ist doch 1 Zentimeter zu hoch. Bin ich dumm? Solche Kleinigkeiten lenken mich so ab. Bin so blöd. Gut, dass ich einen Steg habe und kein Poolbecken. Dann fällt mir jetzt nicht alles rein. So, so.
Zack. So, jetzt kommt der wirklich, wirklich wichtige Moment, denn ich werde jetzt den ersten Träger montieren. Und wenn ich da jetzt schon ein schlechtes Bauchgefühl habe und direkt merke, das hält nicht vernünftig in der Wand, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich das ganze Ding hier leider komplett abblasen. Es war mir noch nichts bis jetzt, glaube ich, so wichtig. Ja gut, dass das Aquarium hält beim Befüllen, war mir tatsächlich auch relativ wichtig. Aber abseits davon ist mir schon echt richtig wichtig, dass das jetzt funktioniert. Das würde mich wirklich sehr, sehr erleichtern und sehr freuen. Deswegen bitte funktionier jetzt. Weiß nicht, wie sehr ich das überdrehen kann. Okay, die rechte Seite hier, die dreht durch. Das ist immer das eklige Gefühl. Unten und links rattert er durch. Ich habe den jetzt hier auf 13 gestellt. Das heißt, ab einem gewissen Drehmoment, ich bin übelst am Wegschwitzen. Ab einem gewissen Widerstand hört er sozusagen auf. Aber rechts dreht sich die Schraube mit. Das heißt, sie ist nicht 1000% fest. Jetzt die Frage, ob die zwei Schrauben jetzt in dem Maße reichen und die anderen nur so halb, kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich glaube, das können wir jetzt einfach nur ausprobieren, ne? Okay, oh Mann, diese Lampe. Oh, warte mal, wie kriege ich die jetzt überhaupt da dran? Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Okay, ich konnte es etwas... Alter, bin ich dumm? Wie dumm kann man denn sein? Filmen ist einfach eine Sache zu viel. Multitasking ist eh nicht mein Ding. Johanna, brauch mal deine Hilfe. Ich kann sie so nicht festhalten. Das sieht deutlich schlechter aus, als ich dachte, ehrlich gesagt. Wie kann man eigentlich so ein Motzbrocken sein? Okay, ich glaube, ich hab's. Die Dinger halten das, ne? Boah, bin ich geschwitzt? Sieht man das ja ekelhaft. Guckt euch das mal an. Hier, da läuft ein fetter Schweißtropfen runter. Aber die Lampe hängt. Ich glaub es nicht. Das ist ja unfassbar. Findest du es echt so mega hässlich? Ich finde es wirklich schon ziemlich kacke. Ach, das ist nicht dein Ernst. Ich finde es voll geil. Ich könnte es verstehen, wenn ich es selber gemacht hätte. Mhm. Würde ich es, glaube ich, auch geil finden. Ja, das ist der Unterschied. Aber und wenn du wüsstest, wie schrecklich die anderen Optionen wären. Aber wenn ich das jetzt gemacht hätte und du wärst nicht involviert gewesen, würdest du mir auch sagen... Meinst du? Sieht sehr industriell aus, sieht, ne? Sieht wirklich sehr self-made einfach aus, so. Sieht halt nicht... Also ich finde, das ganze Aquarium sieht übertrieben high-tech und krass aus und übelst... Und das ist so... Sehr roh, ne? Irgendwie. So... Okay, deine Meinung wollen wir jetzt aber nicht mehr weiter hören. Ich mache jetzt... Ja, tschüss! Ich mache jetzt weiter. So, kleiner Break. Ja. Wir sehen das Ergebnis gleich, aber aktuell bin ich gerade noch zusammen mit Johanna und Markus in Karlsruhe. Wir wollen noch ein paar Korallen mitnehmen. Gestern gab es den Korallen-Live-Sale auf Twitch. Einen wunderschönen... Guten Abend. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Gerne mal in den Chat rein. Ja, Holy ja. Grail, jetzt kommt Toxic Green. Oder falls ihr es nochmal in groß sehen wollt, so von innen hier sieht man nochmal das Gelb und ja. Das Blau und so. Sieht also man noch mal dreifarbig. Schön. Schaubecken, hast du gesagt, bist du gerade ganz zufrieden mit, ne? Ja, also das läuft sehr gut. Akropore wachsen. Du bist ja eigentlich nicht so der Akro-Typ gewesen, aber du willst jetzt schon auch mal ein paar Akros ja, haben, ne? Ja, ein bisschen können wir jetzt schon zulegen. Ich meine, muss ganz offen ehrlich sagen, SPS ist auch nur, sagen wir mal, 25% vom Markt. Ihr habt gerade relativ kleine Fracks eigentlich, ne? Also ja, viele Nachzucht im Moment, wollen wir im Moment wenig importieren durch das Sommerloch. Jetzt muss ich gucken, ich nehme glaube ich jetzt ganz viele Kleinigkeiten mit, paar Zoas noch. Gucken wir einfach mal. Schauen wir einfach mal an, siehst du. Ja. Aufzuklären. Ja. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Da ganz hinten und auch da oben und auch da oben sind überall so kleine Pozzilopora. Ja, man weiß es nicht, wie kommen die da hin, ne? Markus meint auch schon, ist das schon sexuelle Vermehrung gewesen oder so? Du hattest mal Pozzilloporen drin oder? In dem System nicht, aber in dem Wasserkreislauf ja. Hinten haben wir welche drin, aber in dem Becken hier habe ich noch keine drin gehabt. Und jetzt sind die einfach an der Rückscheibe? An der Rückscheibe. Also muss ja irgendwas passiert sein. Wusste nicht, dass das einfach so passieren kann, aber eine andere Erklärung haben wir auf jeden Fall gerade nicht. Im Moment nicht. So, Freunde, wir sind wieder zurück beim Mega-Aquarium und ihr könnt es im Hintergrund sehen, die Lampen
hängen. Ich habe mich unglaublich schwer damit getan, das Ganze irgendwie halbwegs symmetrisch aufzuhängen, denn es gab noch ein großes Problem, und zwar hier die zweite Aufhängung von rechts. Wollte nicht richtig halten, beziehungsweise die beiden Dübel oben in der Wand wollten nicht richtig halten, also die Schrauben haben nicht richtig gezogen. Und das hat mich mega getriggert, und jetzt gerade habe ich bestimmt nochmal 2 Stunden wieder in der Hitze da oben rumgeeiert, neue Dübel verlegt, nochmal aufgebohrt, nochmal hin und her. Es hat alles nicht funktioniert. Jetzt habe ich in irgendeiner Kiste nochmal diese ganz andere Dübelart gefunden. Hier diese Dübelart, die kennt ihr wahrscheinlich auch für die Rigipsdübel, denn zum einen waren diese Löcher in der Rigipswand schon ziemlich ausgelutscht und die sind halt relativ dick, das heißt, man kann die ganz gut da so reinschrauben. Und zum anderen war das Problem, dass ich tatsächlich da in dieses Aluminiumgestell reingebohrt habe und irgendwie hat das dann nicht mit meinen Dübeln funktioniert. Und das Gute bei diesen Dübeln ist, die müssen gar nicht so tief rein. Die sind nicht viel länger, als die Rigipswand dick ist, und deswegen kamen die gar nicht erst bis zu dieser Aluminium, ne? Und jetzt konnte wenigstens eine von den oberen Schrauben da wieder halten. Das heißt, die hält jetzt endlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr jetzt so sagt. Ich finde es halt natürlich 1000-mal besser als das Holzgestell. So sieht das Ganze hier von oben aus. Also für mich zählt gerade in erster Linie, dass endlich die Lampen vernünftig hängen, dass es jetzt keine Abschattungen mehr gibt durch das Holz, dass jetzt wirklich die Oberfläche hier frei ist. Ich meine, man sieht jetzt einfach 3,65 Meter Aquarium. Man kann einfach hier mal so ganz easy von oben reingucken. Ich finde das so übertrieben geil. Also es ist schon alles recht symmetrisch, würde ich sagen. Björn hat ja gesagt, es sieht sehr selfmade DIY-mäßig aus. Ich finde, es sieht halt ein bisschen industrieller aus, aber ich finde eigentlich, dass es nicht so mega auffällig ist, oder? Fällt das jetzt negativ ins Auge? Ich kann es gar nicht so richtig beurteilen. Ich finde, wenn man sowas selber macht, also ich habe damit ein Riesenproblem, das jetzt neutral zu beurteilen. Ich finde es jetzt weder mega geil, noch irgendwie auffällig scheiße, glaube ich. Das ist jetzt auf jeden Fall das Ergebnis. Ich glaube, leben kann man damit, und ich glaube, wenn ich jetzt die Lampen mal nach links und rechts zur Seite packe, dann kann ich immer noch hier gut am Aquarium arbeiten. Ich arbeite eh nicht extrem dran, außer Korallen einzukleben. Dafür reicht der Platz so auf jeden Fall dicke. Ich darf natürlich nicht groß an die Lampen drankommen, sonst hängen sie wieder schief. Ihr habt es gesehen, ich habe noch richtig viele Korallen geholt. Die stehen tatsächlich jetzt hier gerade noch größtenteils, nee, tatsächlich alle stehen noch auf dem Boden rum, weil mir gerade noch der Kleber fehlt. Hier ganz viele verschiedene Zoa-Arten. Eine sehr, sehr schöne Lobo ist mit dazu gekommen von einem Kunden von Markus. Der hat die bei sich im Aquarium anscheinend richtig krass wachsen lassen. Da hinten ist noch so eine gelbe Euphi, aber ich glaube, es ist eine... Ist es eine Pan-Cora? In gelblicher Form? Ich glaube, ja. Dann haben wir noch 2 sehr, sehr geile Schalissen, finde ich. Sehen optisch, finde ich, sehr, sehr cool aus. Müssen aber jetzt eingeklebt werden. Die fühlen sich auf dem Boden natürlich nicht so wohl. Es sieht von unten hier übelst abgespaced aus, ne? Warte mal, ich mache mal ein bisschen dunkler. Dann kann man hier richtig die einzelnen Lampen sehen. Ja, die Kamera ist gerade nicht richtig eingestellt, deswegen flackert es hier so ein bisschen. Das Aquarium muss ich jetzt einpendeln. Ich werde jetzt nach und nach ganz vorsichtig Lantanen in den Fließfilter hinten dosieren und so nach und nach über 4 Wochen ungefähr den Phosphatwert um 0,1 runterbringen, dass ich wieder so bei den 0,05 bin um den Dreh. Aktuell ist er bei 0,15 und erhält sich, ohne dass ich dosiere. Das ist für mich schon mal ein riesiger Fortschritt, auch wenn der Wert viel zu hoch ist, aber Hauptsache erhält sich, ohne die ganze Zeit nach oben und unten zu baumeln. Deswegen bin ich super happy. Muss den jetzt nur nach und nach runterkriegen, das werde ich aber hinkriegen hoffentlich. Dann wird er auch hoffentlich von alleine unten bleiben, ohne dass ich dauerhaft irgendwie was dagegen tun muss. Und dann freue ich mich einfach, dass das Aquarium an sich jetzt so wie es ist steht. Das steht einfach. Jetzt brauchst du einfach noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe. Jetzt wird hier noch ein bisschen eingeklebt. Ich brauche noch mehr Korallen. Und da muss das Ding an sich eigentlich nur noch wachsen. Klar, kommen noch ein paar Fische mit dazu. Aber an sich steht jetzt das ganze Konzept, außer das Ablegerbecken hinten im Raum. Und es gibt noch keine Verkleidung um den Technikschrank und so. Ich bin auf jeden Fall super happy. Wenn euch das Video heute gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Mich würde es an der Stelle auf jeden Fall freuen, wenn ihr es Izzy taggt. Das wäre mir super wichtig, das Leben nicht zu ernst nehmt. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.